Mich nicht du mehr, hast ja einen. Ja, ja, das denke ich mir. Was machen wir jetzt? Irgendwie ist es eh für mich klar, wenn der irgendwie schlecht mit den Tieren umgeht, dann fehlt nicht mehr viel, dann schlagen sie ja Menschen. Ihr wisst, was ich euch gesagt habe, dass Assi kämpft wird. Assi, weil ich lasse mir nicht für euch die Trost auch noch deppert machen. Ich meine, ich kann nicht einfach irgendwo reingehen und da drinnen zu randalieren anfangen und nur Vorschriften machen. Das kann es nicht sein. Aber anscheinend haben die komplette Lorenfreiheit. Weil sicher nicht gehören, wenn es. Man, mir wäre froh, gehören sicher nicht, wie sie demonstrieren gehen, gehören sofort heimgeschickt. Aus eine Kanalräumer lassen. Jede Stunde, was demonstrieren, gehört zehnfach mit Kanalräumarbeiten, wo wirklich es wirklich stinkt und der größte Letten drin ist, da gehören sie reingeschickt. Jeder muss sich ans Gesetz halten, also muss ich dich auch ans Gesetz halten. Das hängt nichts mit Weltverbesserer oder sonst ja, was dran. Bist vielleicht du das Gesetz, oder was? Nein, das ist das Gesetz. Es ist schade, dass sicher nicht Menschen überhaupt. Ich dachte, das, ja, frei herumrennen ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber. Darum habe ich gesagt, die sollen runterfahren, wieder da auf Wern und unten, da sollen sie demonstrieren, wenn sie wollen, aber da herum sollen sie Ruhe geben. Ich lasse mir meinen Hof von euch nicht heruntermachen und schlecht machen. Ich mache es mit eurer Demo auch nicht so. Ich bin auch nicht zu den Passanten gegangen und habe gesagt, das ist lauter Blödsinn. Und, wieso, da hättest du zur Polizei gehen können und sagen können, die Demo ist nicht gesetzmäßig. Es gibt sie war ja gesetzmäßig. Also jetzt haben wir genau... Moment, du, jetzt dreh dich! Kurz, ich fix nochmal! Richtig! Dann hol mich mal, du Aufseher! Ich bin der Meinung, wie sich erst gerade Mimi benommen hat, rühr mich nicht an, ihr seid... sowas von weltfremd! Du hast sie ins Gesicht geschlagen. Mein liebes Kind, nein, ich möchte von dir geschlagen. Komm, ist das Schlagen? Oh, bewegt er mich! Das war aber die andere Seite, wie du es hinteilst. Weil wenn ich bei einer so tue, das ist auf einmal ein Tätschen oder ein Urfeigen. Also wenn bei mir wie ein so tue, dann finde ich das als Streicheln und nicht für ein Urfeigen. Und das können sie, Theater spielen können sie, blären können sie. Für das sind sie gut. Wenn ich zuschlagen würde, würde sie K.O. gehen. Ich bin froh, wenn ich mit deinem Gesindel nichts mehr zu tun habe, wenn ich es nicht mehr zu sehen kriege. Wenn sie jetzt heimfahren, hin, ab, hinter mir das Ölflut. Für uns ist es auch wichtig, dass jetzt nicht der Franz und die Elisabeth als kleine Landwirten, die es sowieso nicht einfach haben und die sicher, was Tiernutzung betrifft, noch einer der vorbildlichsten Landwirte sind, da jetzt große Probleme kriegen, sondern also das Problem ist eben, dass es eben dort, wo Tiere zur Ware gemacht werden, in allen Betrieben so ist.